Und dann testen wir die ganzen Soundverhältnisse, denke ich mal. So, mal schauen, wenn ich jetzt hier kommentiere, wenn ich jetzt hier laber, stirb. Stirb. Ja, scheiße, Al-Qaida, ey. Ich sollte mich auf jeden Fall dann, wenn ich das wieder zocke, auch mit der Steuerung nochmal vertraut machen. Wie ich das eindeutig nicht mehr kann. Oh ja, oh ja, und da war es auch schon passiert. Da bin ich schon gestorben. Und jetzt werde ich erstmal anschauen, ob die Soundverhältnisse so passen. So, und hallo zu meinem neuen Let's Play, was jetzt gestartet wird. Als allererstes mit dem neuen PC. Und zwar, wie man hier sieht, Call of Duty Modern Warfare 2. Die Pflicht ruft uns mal wieder. Und diesmal zur modernen Kampf- oder Kriegsart. Je nachdem. Und ich denke mal, wir machen ein neues Spiel. Und das wird auch, ja, ich möchte den Fortschritt überspeichern. Und das wird auch mit dem PC jetzt hier kein Problem, das wird nicht laggen. Und ich habe auch die Soundverhältnisse schon getestet, das passt alles. Und jetzt schauen wir uns erstmal das Intro an. Der Frischling, Sir. Also, was ist Soap überhaupt für ein Name? Weiß ich auch nicht. Intro kann man leider nicht überspringen, aber gut, dann sehen wir es uns halt an mit den ganzen Produktionsdinger. Und halt die paar Filmsequenzen, die hier eingespielt werden. Und den Ton auch. Nikolai ist mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Das ist eine Idee. Mal schauen, ich weiß nicht, wie lange das ungefähr ist, wie viele Parts. Sakajew. Imran Sakajew. Was dann auch noch gestartet wird, ist das Minecraft, du gesagt, jetzt bald. Mein Blut an ihren Händen. Ich nehme das jetzt übrigens in 1920x1080p auf. Render es aber in 1280x27. Weil mein Internet einfach zu lahm ist, um das mit 1080p hochzuladen. Und kommen vielleicht zwischendurch auch mal Folgen, die irgendwie 20 Minuten lang sind oder so. Muss ich mal schauen, ob ich das mache. Weil ich kann ja jetzt über 15 Minuten hochladen. Ja, das Intro dauert sehr lange und ist auch relativ, naja, eher langweilig, würde ich fast das bezeichnen. Aber jetzt ist es auch schon vorbei. Und jetzt 5 Jahre später in Deutsch. Muss man hier eben ein bisschen weniger Licht. Oh mein Gott, Licht! Und das Leder hier. Und wir fangen, glaube ich, in Moskau an, wie das jetzt aussieht. Grafik ist auf voll hoch. Je also mehr Dinge sich verändern, desto mehr bleibt gleich. Hör gehen nicht mehr. Grenzen ändern sich, neue Mitspieler erscheinen, aber Macht findet immer einen Ort. Tja, so ist es halt. Und jetzt haben wir fertig geladen, aber ich glaube, wir müssen uns das jetzt nicht anhören. Die alte Leier, Tag 1, 15, 30, 29, PFC, Josef Allen, 1. Bataillon, 75 Ranger, Regiment, Feuerbasis und so weiter. Willkommen zu Abdrücken für Anfänger. Hallo. Allen gibt uns jetzt eine kleine Vorführung und zeigt uns, wie das gemacht wird. Genau, das mache ich. Aber ich sehe schon jede Menge Leute hier aus der Hüfte feuern und ziellos um sich ballern. So verfehlt man nicht nur sämtliche Ziele, sondern das sieht auch scheiße aus. Private Allen, zeigen Sie Ihnen, wovon ich rede. Jo, ich zeige Ihnen das. Nein, ich möchte die nicht umkehren, das ist irgendwie ein bisschen dumm. Man muss das Ziel anvisieren, indem man ruhig ist und die Zielvorrichtung benutzt. Private Allen, zeigen Sie unseren Freunden, wie die Rangers ein Ziel erledigen. Genau, ich zeige euch das. Dann das Ziel mit der Zielvorrichtung anvisieren. So. Wenn das Ziel fallen soll, muss man die Zielvorrichtung benutzen. Wenn sich das Ziel hinter leichter Deckung befindet, benötigt man Waffen, die durch sie das Ziel treffen. Wie diese hier. Der Private wird das demonstrieren. So, zum Beispiel. Muss man lernen, wie man eine Splittergranate wirft. Mit einer Granate kann man gleich mehrere Ziele ausschalten. AG, das ist, finde ich, ein bisschen blöd gemacht, aber gut. Egal. Splittergranaten neigen dazu, auf abschüssigem Gelände zu rollen. Sollte man beim Werfen bedenken. Gut.
Ja, machen. Und immer diese schöne Meldung, Game saved. Soll ich jetzt schon abhauen? Ah, er muss erstmal fertig hier. Bitte. Okay. Und los. Alter, das finde ich echt sehr nice. Die Grafik ist wirklich Hammer. Für das. Das Spiel ist ja nicht mehr das Neueste. Also die Grafik ist sehr schön und die ist auch auf allerhöchste. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich das auf allerhöchste spiele. Selbst wenn ich das nicht aufgenommen habe, konnte ich das nicht auf allerhöchste spielen. Hi. Oh. Ich mal kurz mit dem Maus ein bisschen. Scheiße, ist das schwierig. Gut, werde ich nicht vergessen. So, ich glaube, ich nehme... Wie ist die? Ja, ich nehme die jetzt einfach. Ich finde die gut. Oder nehmen wir die hier? Mal schauen. Ja, die ist geil. So, die nehmen wir jetzt auch. Und los geht's. Das ist jetzt hier dieser schöne Parcours. Ich bin nicht wirklich gut da drin. Sollte ich erstmal nachladen? Na, ich kann es aber trotzdem nicht. Ich krieg's nie hin. So, jetzt hier nach oben. Und jetzt E. Ja, da haben wir einen Zivilisten aus Versehen getötet. Naja, machen sie in Afghanistan auch, also denke ich mal, es ist nicht so schlimm. So. Ja, denke ich mal auch so. Würde ich auch so. Wir machen auch Soldat. Weil es ist schon ganz zu schwierig. Und jetzt. Ja. Gut. Und damit haben wir auch schon mal die erste Mission, sag ich jetzt mal. Na, es ist keine Mission gewesen, aber so. Das erste jetzt schon mal erledigt. Und jetzt kommen wir dann zur ersten Kampfstätte, sag ich jetzt mal. Das gucken wir uns immer nicht an. So. Beschützen Sie den Brückenleger. So. Hier werden wir uns jetzt einfach ein paar Mal. Wenn wir mal hier totschießen, die Dinger. So, dann fangen wir jetzt auch mal richtig an, hier zu zocken, ne? Würde ich fast schon sagen. Aber auf jeden Fall macht das schon mal viel mehr Spaß mit einem PC, wo es einfach gar nicht leckt. Und jetzt sollten wir uns erstmal hier verstecken, dann laden wir mal nach. Was haben wir denn noch? Wir haben noch die Waffe, okay, die Pistole. Genau, und dann werden wir jetzt hier nämlich. Schöne. Oh, sind wir. Ich bin so blöd. Es geht völlig anders. Und zwar muss man ein bisschen nach oben zielen. Und da oben sind wir noch nicht. Da müssen wir dann nachher, glaube ich, abballern. Das habe ich hier schon ein paar Mal gespielt. Das Spiel habe ich insgesamt einmal durchgespielt. Also es ist kein Blind-Spiel. Wow, ho. Oh nein, Black Ops wird nicht kommen. Ja, komm jetzt. Stirbt. Schon lange nicht mehr Let's Play so. Ah, und jetzt muss ich, glaube ich, da oben. Nämlich erstmal die ganzen töten. Ja, das Problem ist, die haben jetzt schöne Raketenwerfer und ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. So. Und jetzt müssen wir, denke ich mal, bin mir nicht ganz sicher. Nee, noch nicht. Weil. Oh, fuck. Jetzt, glaube ich, könnte es passiert sein. Genau, auf einmal können sie aufstehen. Aber sie saßen hier auch, alle schießen sich gegenseitig ab und sie sitzen einfach ganz cool da. Ja, auch er hat keinen Bock. Was ist der denn da? Er ist erstmal ein Schokoriegel. So muss das sein. Mitten im Krieg. Oh, jetzt können wir hier rumballern. Auf den Zaun! Schieße ich. Und gleich fahren wir los und dann. Ja. Dann geht's in die Stadt. Victoria Street.
downtown. Wow. Geile Sache. Oder ja nicht, aber. Scannen Sie nach Feindobjekten, feuern erst nach Beschuss. Objektiv updated, was auch immer. Das heißt nur. Jetzt habe ich irgendwie nur gerade. Warum habe ich nur 30 Frames? Na egal. Leckt ja nicht. War ich bestimmt minimiert auf 30 Frames? Na egal. Angriffserlaubnis ist nur, wenn Sie zuerst feuern. Die Dächer nach Feinden absuchen. Vorsichtig vorgehen. Ja, das ist schon grafisch jetzt hier anspruchsvoll eigentlich, mit dem Staub und so weiter. Und wenn man die Häuser so sieht. Overlord, die Hunter 2-1. Überqueren Tunnel Harvey bei Straße Elizabeth. Roger, Hunter 2-1. Ja, die Grafik ist schon sehr schön, das muss man schon sagen. Also, mal schauen, jetzt müssen wir glaube ich gleich hier dingsen. Die Zivilisten natürlich Angst vor uns. Wir haben gleich gegen Feinde kämpfen und dann geht es erst richtig los, sag ich jetzt mal. Ganze Zivilisten. Obwohl ich jetzt nicht mehr unbedingt